So, Rang 11 bei Banshee mit dem Titan. Eben eine Stunde lang den Schmelztiegel um die Ohren gehauen hier, um diese blöden beiden Feldtestwaffen durchzuboxen. Einmal die Pistole oder eher die Handfeuerwaffe und dann noch das Fusionsgewehr. Das hat ganz schön gedauert, weil die Waffen sind im Schmelztiegel einfach nicht zu gebrauchen und deswegen dauert es natürlich länger. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich was Gutes kriege. Am besten wieder ein Abzeichen, weil da bin ich eigentlich am meisten heiß drauf so. Und wollen wir mal schauen, was ich denn da so Was bekomme. brauchst du? Rangaufstieg. So, jetzt gehen wir irgendwie wieder was Schönes. Was richtig Schönes, bitte. Nichts Schönes. Na toll. Ja, so sieht's aus. Man kriegt auch nicht immer super Sachen. Die habe ich schon tausendmal im Tresor liegen. Auch nur mit 284. Gucken uns trotzdem mal die Perks nochmal an. So sieht's aus. Sieht aus wie irgendwie nur Zeitwaffe oder so. Alles nur in schwarz gehalten. Die Tesan FR4. Fusionsgewehr. Was haben wir denn hier? Einmal Kerze und einmal Blitz. Dann Nachschub. Das Magazin dieser Waffe wird aufgefüllt, wenn du eine Super einsetzt. Obwohl das eigentlich nicht schlecht. Dann Schnappschuss. Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Dann noch verstrebter Rahmen. Erhöhte Stabilität, reduzierte Magazingröße. Dann noch Messsucher. Durch Zielen mit dieser Waffe wird der Wirkbereich erhöht. Eigentlich auch ganz gut. Auge des Sturms. Diese Waffe wird präziser, je geringer deine Gesundheit ist. An sich sind die Perks okay, aber leider wie gesagt nur 284 Lichtlevel, deswegen werde ich die wohl gleich recyceln oder einfach in den Tresor packen. Voll Tresor ist eigentlich auch bei mir komplett voll. Ja, so sieht nochmal ein Titan aus. Sieht ein bisschen pickig aus mit der Garnisons Brustrüstung hier. Aber naja, gut. Da nicht so viel, wie ich dachte. Kein Abzeichen, aber vielleicht interessiert es ja jemanden. Und ja, dann mache ich da erstmal weiter mit anderen Sachen, zum Beispiel Far Cry Primal oder so. Bis denn, tschüss.